über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen. Wenn sie dann mit lauten Schreien ihre Dummheit draußen teilen, mit Parolen kommentieren, anonym diskriminieren, dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Von der Auschwitz-Lüge, leider kennen wir's zu Genüge. Mach dich stark und misch dich ein und erstick den Mob im Keim. Sage nein. Ob als Sänger oder Tänzerin, Banker-Influencerin, ob Landwirt oder Lehrerin, Verkäufer, Sanitäterin, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur schreck verwundert. Halte gegen, misch dich ein, sage nein. Charmant den Weg versperren, ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen. Wenn sie dich dann wollen bequatschen und besoffen an dir touchen, sagen, dass du's provozierst, wenn du dich so präsentierst, hab dann keine Angst zu schreien. Nein, nein, nein! Und wenn sie in deiner Schule plötzlich lästern über Schwule und den Kindern, die nicht weiß sind, dann erzählen, dass sie der Feind sind. Sie Behinderte verspotten, anders sein und aussehen mobben. Tritt nicht ein in den Verein, sage nein. Ob als Sänger oder Tänzerin, Baker-Influencerin, ob Landwirt oder Lehrerin, Verkäufer, Sanitäterin, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur schreck verwundert. Halte gegen, misch dich ein, sage nein. Seite. Ich sage ja zu allen, die sich anders bekleiden, allen bunten Vögeln, allen LinkshänderInnen und es die, die nur pöbeln, alles Blindgänger sind. Ich sage ja, nieder mit dem Patriarchat. Und wie wär's, wenn du statt Dieter auch mal Fatima fragst? Sind ganz egal, was du glaubst, was du bist, was du liebst. Ich danke wem auch immer, dass es dich wirklich gibt. Und wenn sie dir kommen mit ihrem Nazi-Scheiß, sagen, es können nur Weiße zur Party rein, oder LGBTQ sei der wahre Feind, dann steh auf, mach dich stark und dann sage nein. Ob als Sänger oder Tänzerin, Banker-Influencerin, ob Landwirt oder Lehrerin, Verkäufer, Sanitäterin, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur schreck verwundert. Halte gegen, misch dich ein, sage nein.